Wir kämpften 3 volle Tage auf dieser Brücke. Hinter der Brücke lag eine ganze Stadt voller Beute. Und wenn wir hier scheiterten, würden wir mit leeren Händen zurückkehren. Zeit für einen weiteren Anlauf. Moin moin und willkommen zurück, Leute, auf dem Knacklappen-Kanal zu einer neuen Folge For Honor. Wir sind mittlerweile in der letzten Mission der Wikinger. Oh, nice. Wenn ich das Ganze recht in Erinnerung habe, ist diese Mission nicht ganz so einfach. Deswegen kann es gut sein, dass das Ganze vielleicht ein bisschen länger dauern wird, da ich mich ein bisschen mehr anstrengen muss. Au. Oh, schön das Knie ins Gesicht geprügelt. So, hier kommen wir, Glöckchen. In Friedenszeiten spielten die Glocken der Samurai eine beruhigende Melodie. Nach diesem Tag war für lange, lange Zeit keine friedliche Melodie mehr zu hören. Ja, muss ja auch mal sein, ne? Bisschen Geprügel hier. Samurai! Hallo. Ja, wenn es ein paar mehr sind, dann machen die dann doch ein bisschen Schaden, die Kollegen. Au. Hört mich plenty. So, Kollege. Schön den Knauf ins Gesicht gehauen und den die Axt in die Fresse geprügelt. Also, geht's denn hier unten lang? Gibt's hier irgendwas zum Abgreifen? Oh. Hallo. Gute Monika. Ich schaue immer noch nach irgendwas zum Angucken. Aber soweit ich das jetzt sehen konnte, war da nicht viel. So, geh mal sterben, Kollege. Genau so. Oh, könnt ihr euch nicht mal ein bisschen schneller durchprügeln? Muss ich alles alleine machen? Ich würde gern für den Kampf später gegen den Endboss mehr oder weniger von den Samurai so ein paar Pick-me-ups haben. Irgendwie. Au. Oh. Ah, der ist tot. Der hat's hinter sich. Ah, der Berserker ist Killstealing ohne Ende. So, was haben wir denn hier für einen Arbeitsloser? Oh, direkt hier weg. So. Hallo. Auch hinter sich. Gibt's hier oben irgendwas? Oh, guck mal da unten. Ich musste die Bogenschützen selbst ausschalten. Hier gibt's Eis. Nice. Wir haben ein bisschen Stahl gefunden. Und ja, gibt uns wieder 10 Stahl für den Multiplayer-Modus. Schalten wir Wissen aus! Ja, chill mal. Noch ein bisschen am Erkunden. Wir haben noch ein bisschen Stahl. Alter, wie langsam der ist. Okay. Ganz einfach. Sonst ist es einfach nur kaputt hauen. So, hier haben wir noch ein bisschen Stahl aufgesammelt. Dieser Berserker-Modus ist zwar schon ganz gut, aber ich hätte dann doch gerne irgendwie eine Schadensfertigkeit. Mal zum Anschauen. Können wir irgendwas.
Ja, komm, dann sammeln wir den. Dann sammeln wir den Berserker hier auf. Und machen mal diese Bogenschützen da weg. So. Ich soll aufhören, meine Schläge zu blocken. Und tschüss. So. Ja. Damit haben wir dann wohl hier die Brücke eingenommen. Das Tor war in Sicht. Und wir können weiter. Ich hack dir ins Gesicht, Mann. Ich habe auch kein Schwert, ich habe eine Axt. So. Und hier noch so ein paar Kollegen. Wieso zackst du mir deinen Rücken, du dumme Sau? Dafür stirbst du jetzt. Zack. Nicht nachlassen. Nicht nachlassen. Ich habe eine Idee von nachher. Aber wie gesagt, die Endboss-Sequenz hier ist nicht ganz so einfach. Und zwar müssen wir nachher... Ja, erzähle ich jetzt noch nicht. Werde ich ja dann selber sehen. Down. Down. Pow, pow, pow. Aufs Maul. Und, Genickbruch! Beziehungsweise... Bricht er dann ins Genick oder schneidet er den Kehl auf? Au. Hm. So. Ne, bricht ihm das Genick, weil er hat die Axt hinter dem Körper. Wie weiß, wenn du mal ein bisschen hier beim Kämpfen mithilfst, Valkyrie. Das wäre ziemlich nett von dir. Junge, schlacht die Leute doch mal tot. Und jetzt sind wir hier drin. Hallo, hallo. Oh, da haben wir hier so eine Naginata. Dame. Au, au. Halt mich mal eben. Bom. Schön, dass dem Axtheft ins Gesicht. Und damit hat es auch diese Dame dahin gerafft. Klopf, klopf. Das ist kein Tor. Das ist ein Türchen. Ja, Berserker sind auch nicht die hellsten. Keine schlechte Idee. Er kann schaffen. Ja, und wenn der Kollege da oben rum... murmelt. Die Gunst des Allvaters ist unbeständig. Beeindrucke ihn mit deinem Heldenmut. Dann wird er dir den Sieg gewähren. Doch wenn Heldenmut in Leichtsinn umschlägt, dann liefert er dich deinen Feinden aus. Das ist, glaube ich, ein Orochi, ne? Nicht ganz so einfach zu besiegen. Ah!
großartiger Raubzug. Valhalla, Krieger. Ah, der Kollege hat ein ganz schönes Eye-Crady. Eins. Ja! Hurensohn! Also Kämpfe gegen mehrere Gegner in diesem Spiel sind nicht schön. Duelle sind okay, aber alles, was gegen mehr wie gegen einen Spieler oder gegen einen Bot hinausläuft, das ist einfach nur ätzend. Weil wie man sieht, können die Gegner einfach schlagen. So. Weil einfach dieses Deckungssystem ist einfach nicht darauf ausgelegt, gegen mehrere Gegner gleichzeitig zu funktionieren. Stirb mal bitte. Werde ich wieder ein bisschen geheilt. So. So. Aber den. Sorry, wenn ich gerade nicht viel rede, aber ich muss mich konzentrieren. So. Ja, nicht ganz so intelligent von ihm gewesen. So. Alter. Ja, hier, komm. Jetzt kriegst du aufs Maul, bis dir Buttermilch aus dem Arschloch läuft. So, können wir hier auch direkt weiter. So, heilen wir uns mal eben. Unsere Leute haben hier aufgeräumt. Jetzt haben wir hier den Oschi. Man wird sich an uns erinnern! Volk ist besiegt. Gib auf. So. Nö. Alter. Du kannst dich gewinnen, Plünderer. Alter. Was ist das für eine... Wie gesagt, Bots sind viel zu krass in diesem Spiel, weil die haben eigentlich eine perfekte Blockrate und die können alle, Alter, was ist das? Du bist ein Plünderer. Legendär. Ach, halt die Fresse, Mann. So. Weg. Welch Raserei. Dann gehen wir wieder heil. So. Hack. Und alles wird aus Hack gemacht. Du kannst nicht gewinnen, Plünderer. Alter, könntest du vielleicht mal einen kleinen Schritt nach vorne machen, wenn du angreifst? Danke. Du hast also meine Freunde erschlagen? Ja, und jetzt werde ich dich totprügeln, du Stück Scheiße. Dein
Alter. Du bist stark. Zack, zack. Kurz heilen. Welch Raserei. Ja. Raserei, die jetzt in deinem Gesicht landet. Dies ist dein letzter Tag. Und da hat er sich wieder verpisst, die Feigesau. Und jetzt müssen wir den da oben stellen. Und das da oben wird nicht ganz so einfach. Au. Dann gehen wir mal nach oben. Hundeschwein, Elendes. Ja, komm, mach deine komische Attacke. Ah, da war ich ein bisschen zu übereifrig. Nur der Kämpfer des Kaisers ist ein besserer Schwertkämpfer als ich. Du kannst nicht gewinnen. So geschickt. Okay, den kann man anscheinend nicht stunnen, da er nicht, da er nicht darunter fallen soll. Das kann nicht sein. So, und jetzt hat er nicht nur keine Ausdauer mehr, sondern er kann auch noch perfekt blocken. Ja, komm. Muss ich kurz warten, bis ich mich heilen kann. Kurz heilen. Alter. Ich muss siegen. Valhalla, ich komme. So, wieder kurz warten, bis ich mich heilen kann. Das kann nicht sein. Schön gegen die Pfosten schlagen, du Hurensohn. So mächtig. Ja, komm, komm. Alter, es ist so ein elender Scheißkampf. Ich muss dich bezwingen. Weil er einfach... Er kann perfekt blocken, man kann ihn nicht stunnen. Man muss praktisch... Das ist ein besserer Schwertkämpfer als ich. Du kannst nicht gewinnen. Und der Plünderer ist einfach so unglaublich nutzlos. Ich muss dich bezwingen. Geliebe Kupita. Mein Volk verdient zu leben. Man kann nur mit dieser... Mit dieser perfekten, mit dieser unblockbaren Attacke... Und jetzt vielleicht mit Rache ein bisschen. Nee, lass mal. So geschickt. Du Hurensohn. So, jetzt ist er endlich tot, Mann.
Ja, wie gesagt, kein schöner Kampf. Da der Plünderer keine großen Moveset hat. Und das, was er hat, kann halt perfekt geblockt oder pariert werden. Und Stun kann er halt auch nicht. In diesem Kampf auf jeden Fall. Das Tor ist auf. Es war vollbracht. Hinter diesem Tor lagen Beute, Ruhm und Reichtum. Der große Raubzug des Kriegsblut-Clans wurde zu einer Legende. Wenn die Kommandeure der Eisernen Legion davon erfahren... Nun können wir frei sprechen. Gut, das macht es leichter. Wir alle sind eure treuen Diener, Herren. Also, wie lautet der wahre Plan? Krieg. Der natürliche Zustand unserer Spezies. Aber diese Monster fliehen davor. Feiglinge, wir müssen für sie tapfer sein. Wir können kaum hoffen, überall Krieg zu entfachen. Oh doch. Wenn wir unsere Feinde dafür gewinnen können. Jo, und damit ist dann auch schon die Wikinger-Story auf realistisch abgeschlossen. Das war ein ganz schönes Stück Arbeit jetzt, der letzte Kampf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo hinterlassen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, wir sehen uns bei der Samurai-Kampagne. Tschüssen!